Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Und ich habe etwas rumgespielt, beziehungsweise mich inspirieren lassen. Und habe mal ein bisschen was vorbereitet. Und hier oben sieht man auch schon eine kleine Neuerung. Und zwar ein neuer Mod, der nennt sich Blaupausenstring. Oder wie heißt der? Blueprint Importer. Irgendwie sowas. Da links. Da links oben, ja, ganz versteckt. Ja, ja, der heißt einfach Blueprint String, wie der Slayer genau, schon Blueprint sagt. Blueprint String, ja, im übersetzt heißt der Blaupausenstring, genau. Ach, das gibt's auch übersetzt, okay. Ja, ja, das gibt's tatsächlich übersetzt. Und das Tolle ist, damit kann man, wenn man hier eine Blaupause hat und hier einen Blaupausenstring. Das ist aber, wenn dann schon Blaupausenzeichenkette übersetzen soll, nicht? Also möchte ich jetzt mal hier. Und wenn man das dann öffnet, dann hat man hier diesen String drin und man sieht hier schon in meiner Vorschau, was ich dann habe. Ich droppe den mal, damit der Flo ihn auch sieht. Und er stellt mir dann gleich nochmal. Wo ist er denn? Da ist er. Und das genau. Passt für unsere. Kann man den rotieren? Ah ja, R, wunderbar. Awesome. Genau. Und den könnten wir jetzt hier auf. Ich bin gerade erstaunt, dass das von einem Abstand funktioniert, weil da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Okay. Was das Ganze ist, ist ein Bahnübergang. Und zwar läuft er so. Man kann, er ist noch nicht perfekt, aber er läuft so, dass. Wir könnten jetzt eigentlich mal hinstellen. Wo bauen wir denn hin? Vier vielleicht. So, wo wir. Links oder rechts zum Strommasten? Ich würde den Strommasten abreißen. Auch okay. Fürs Erste jetzt mal. Dann hier direkt schön. Tun unten unsere Drohnen nichts mehr. Du hast alles kaputt gemacht. Verdammt. Links oder rechts vom Weg? Tja, links. Ich hätte jetzt gesagt hier, weil da oben geht er so runter. Links mach man da. Unten sonst. Ach so, ach, der Übergang ist okay. So. Jetzt können wir das Ding wieder aufstellen. Ja. So. Was mir jetzt noch erzählt wurde, ist, dass man zum Bauen auch in die Trash-Items da was reinlegen kann und das dann abgeholt werden von Robotern, dass man es nicht selber wegschmeißen muss. Können wir mal kurz probieren, indem wir. Logistics-Trash-Slot. I see. Können wir Research. Mal probieren, indem wir ein paar Steinmauern und was weiß ich bauen, die wir jetzt hier brauchen. Da wären auf jeden Fall schon mal ein paar Mauern. Und jetzt können wir die mal hier reinlegen. Dann müssten die jetzt abgeholt werden. Und dann gleich weiterverwendet werden zum Bauen. Probieren wir mal. Stellen wir uns mal hier hin. Und was brauchen wir dann noch? Wir brauchen ein paar Signale. Gott, was fehlt denn hier? Eisen. Ah, und neue Forschung. Dinge. Geschwindigkeit, ja. Ja, mittlerweile, glaube ich, haben wir doch ein bisschen die Geschwindigkeit schon mal etwas erhöht. So dass sie zumindest mal ein bisschen vorangehen. So, also noch ein paar Zugsignale. Können sie das auch abholen? Und ich habe hier noch Bauroboter. Schau mal, Flo, ob das tatsächlich die neueste Version ist, nicht, dass wir irgendwie was gebaut hatten. Ne, sieht richtig aus, oder? Wir hatten das hier als letztes gebaut. Ich glaube, das ist der Stand, genau. Und da rechts warten wir, dass der Wald weggeht. Passt, ich war mir jetzt noch nicht sicher, abzubauen. Warum ich Roboter im Inventar hatte. Aber es wird schon passen. Aber das kannst. Wahrscheinlich. So, wenn das jetzt hier mal gebaut werden würde. Ich habe nämlich keine Lust, das selber zu bauen. Ding, 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 ding. Ja, richtig. Hier waren wir am Abholzen. Ja. Das kann sich nur noch um Jahre handeln. Ich glaube, da helfe ich jetzt mal mit. Jetzt sollten wir einfach hier unten so eine Logistics-Chest hinstellen, dass sie nicht mehr so weit fliegen müssen. Ich dachte eigentlich, hätte ich mal eine hingestellt, aber ja, okay. Gute Idee. Machst du? Wie viel? Storage-Chest ist das dann, ne?
Tja, wenn ich ein Advanced Zeug hätte. Wo hatten wir die denn? Die waren links? Die waren oben. Also links oben. Links waren die normalen, okay. Nee, was links jetzt? Waren die verbesserten. Wait. Ja. Ja, die Advanced, oder? Electronic Circuits sind die. Was? Was? Advanced Circuits? Auch ein Advanced Circuit. Ah, Advanced Circuit. Ich dachte Electronic. Sorry. Nee. Ja, die waren allerdings. Genau. Gut. Schau ich mal, ob ich da. Ich hätte noch welche gehabt. Ich lauf ja schon. Nur, dass hier keine mehr sind, weil. Ja, gut, dann baue ich schnell eine Lagerkiste. Ja, mach du's. Was fehlt denn hier? Why you no do things? Was zum Teufel fehlt euch? Stuff und grundsätzlich. Plastik! Das kennen wir ja gar nicht. Was auch sonst. So. Funktioniert das jetzt? Irgendwie mögen sie die Lagerkiste noch nicht. Vielleicht brauchen sie ein bisschen, bis sie sie kennenlernen. Ja, es ist gut möglich. Die ist ihnen noch zu neu. Hm. Müssen erstmal ihren alten Job abschließen. Neuartiges oder? Zeug. Nicht überfahren werden. Moderner Pipapo. Ja, das war jetzt natürlich ganz geschickt gemacht, dass der Bahnübergang jetzt halt da reingeht, wo dann wieder nochmal ein Gleis ist. Ja, aber das werden wir doch vermutlich umbauen werden, oder nicht? Weiß ich nicht, werden wir? Weiß ich nicht. Werden okay. Wir? Na dann. Ich glaube, also ich meine, das ist für Öl. Öl werden wir doch definitiv noch irgendwie mal größer bauen woanders, ja, oder? Ja. Okay, gut. Nutzen Sie sie inzwischen. Wo ist er denn? Ist das die da? Storage Chest. Sehr leer. Ziemlich leer. Irgendwie habe ich da. Wollten wir das Ding wirklich so groß bauen? Ja, wir werden es schon brauchen. Was wollten wir hier eigentlich bauen? Hier wollten wir Refuel. Kohlekraftwerk. Ja. Kraftwerk. Abbau bei Minen. Abbau. Ja. Ding halt. Zeug. Kohle. Kohle halt. Ich habe trotzdem das. Oh, jetzt. Nee, das warst du. Was? Oder? Was? Oder. Ah, nee, die was? Lagerkiste haben sie da rein, weil ich nicht im. In Versorgungsreichweite war. Ich kann mal ein bisschen Holz in die Kiste reinpacken. Vielleicht packen sie dann auch was rein, weil sie es raffen, dass sie es dann dürfen. Nee. Wo karren die das denn hin? Hier oben, oder was? Keine Ahnung. Nee. Ich bin gerade etwas irritiert, dass der Ton so laut ist. Ich glaube, ich muss es ein bisschen leiser machen. Ach, hier oben. Gute Güte. Holzfällenmeiß ist jetzt gerade doch deutlich lauter. Fahren die da, bringen die das Holz eventuell immer zu der Storage Chest, die am nächsten an ihrer Basisstation dran die ist? Die Basisstation ist doch hier. Warum karren die denn das Holz hier hoch? Im Zweifelsfall, weil sie es können, aber... Ich glaube nicht, ob das die Antwort ist, die du jetzt wolltest. Bist du sicher, dass das... Okay. Dass die da unten stationiert sind? Was heißt stationiert? Ich hab die ja nirgends also wirklich stationiert. Gibt es das Konzept von stationiert sein? Das gibt eigentlich nur das Konzept von warten, während sie nichts zu tun haben. Dann reiße ich jetzt einfach die Kiste hier ab. Ha, screw you. So, wo bringen sie den Kram jetzt hin? Ey, was war's? Steuerung. So. Sieht gut aus. Na dann. Na dann. Wird das Ding jetzt langsam mal gebaut? Nö. Komm, ich mach jetzt hier mal ganz kurz, dass sie das abbauen, abbrechen. Weil ich möchte jetzt endlich meine tollen Bahnübergang haben. Prioritäten. Ja, Bahnübergang. So, und zwar, das Ganze funktioniert so, dass wir hier 4 Reihen von Türen haben. Oh, das war knapp. Der Zug, der gerade kam. Ich bin eigentlich
Dann hast du bei mir jedenfalls sehr nah am Gleis. Ja, hab gehofft, dass es geht. Scheint so auch, wie auch immer. Mhm, ich brauche noch ein paar das da. Da, nehmt's euch. Plop, plop. Ist lustig. Plop. Plop. Oh, mehr Türen. Fünf, zehn, wie viel brauchen sie? 17. Ja, dann mach mal. Mach mal hinne. Genau. Das. Tschuka, tschuka, tschuka. So. Wahrscheinlich können sie es da nicht hinsetzen, wenn ich jetzt hier stehe oder so. Nehmen wir mal einen Schritt zur Seite. Also Tore öffnen sich automatisch, wenn man selber kommt oder wenn ein Zug kommt. Drum ist dieses Tor auch... Ne, das Tor ist gerade aus einem anderen Grund offen, aber egal. Moment. Erstmal hier alles reinlegen, was wir noch brauchen. Und dann drüber diskutieren. Ist das jetzt, weil noch ein Gate fehlt oder warum? Ja, schauen wir mal. Erstmal warten, bis das da ist. So. So. Und jetzt hier sieht man, der Zug muss stehen bleiben, weil ich hier gerade in der Mitte bin. Haha, haha. Und erst wenn ich hier rausgelaufen bin, komme ich hier auch nicht mehr rein, weil ja, der Zug sozusagen jetzt das Ganze blockiert hat. Ist das nicht cool? Super. Nicht wahr? Das Ganze hat nur ein Problem, wenn der Zug schon zu nah ist, sodass er nicht mehr bremsen kann. Dementsprechend sollten wir diese Verkabelung etwas abändern. Können wir nicht einfach das hier anders, das hier vorne schon ist oder so? Ja, oder? Das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen, aber okay. Ja. Ach, Kleinigkeit. Wir sollten irgendwo hier in der Mitte ungefähr, weiß ich nicht, hier das Ganze machen, sodass wirklich ab, wenn der Zug hier ist, das Ganze belegt ist. Andere Richtung schwieriger. Weil die Abzweigung oben ist. Tja. Ach, das geht schon. Das ist besser als alles, was wir bisher hatten. Also auf jeden Fall, wir haben einen Bahnübergang. Ich werde diesen String unter das Video packen. Dann könnt ihr, falls ihr auch einen Bahnübergang wollt, das einfach einfügen. Habt ihr gesehen, hier über diesen Blaupausen-String, braucht den Mod, werde ich auch in die Videobeschreibung packen. Wait, warum ist es noch grün? Was ist grün? Das Signal war gerade die Tür unten war... Okay, der zweite ist so schwierig. Ich komm mal dazu. Hm, passt schon. Warte mal, ich jetzt. Sorry. Hm? Nee, jetzt. Okay. Das heißt, es bloß, wenn ich hier vorne noch rumgucke. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. War wahrscheinlich was ein bisschen gelaggt oder so. Jo. Mhm. Ne? Ja. Und, das ist doch schön. Um so. Das Ganze kurz zu zeigen, wie das funktioniert, wenn das so eine Kabelverbindung hat und man das anklickt, sieht man hier noch mehr Informationen. Hier zum Beispiel Kabelverbindung verbunden mit Netzwerk 5. Das ist vermutlich hier alles. Und zwar hat dieses Ding hier Signal schließen. Ja, mhm. Und Signalstatus auslesen, und zwar, wenn das Signal G, also grün, größer ist als 0, bla. Das hier ist Tor öffnen mit rot, Signal größer 0, das hier ist grün, größer 0, also die Verkabelung, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir nicht Gedanken gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich hier dieses mittlere Tor zu dem, was ich gefunden habe, nochmal gemacht habe, weil es war lustigerweise so, dass wenn du hier in der Mitte stehst und dieses Tor nicht da ist, du Pech haben kannst und genau ein Zug kommt, wenn du hier in der Mitte bist und er dann kommt. So, nee, vielleicht nicht. Und um Symmetrie willen, hallo Daniel, habe ich da zwei hingebaut, damit das schöner aussieht.
Genau, und jetzt haben wir hier coole... Addition Output Signal G. Also G ist Green. Addition Output Signal. Also im Prinzip hier soll das Tor sich öffnen, wenn das Signal grüne Signal den Wert 0 hat. Und das ist der Fall, wenn das hier, das ist ja grün, genau, Signalstatus auslesen, grün, ist jetzt der Fall, darum sollte es jetzt aufgehen. Wenn das hier ist, dann ist hier... Closed Condition. Rotes Signal, bla bla bla, ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung wo. Ja genau, hier, rot, dann ist es rot. Ausgangssignale, hier rot. Orange, so rum. Jetzt, das Ding hier, das Ding sagt ja, was hat es. Das heißt, es soll auslesen. Yeah. Wenn es rot ist, soll es rot sein. Wenn es grün ist, soll es grün sein. Und wenn die Bedingung grün größer 0 ist, dann soll das das Signal schließen. Das heißt, wenn es grün ist, wenn das hier rot wird, also ein Zug kommt, dann schließt er dieses Tor. Weil dann ist das rote Signal gleich Condition. 1, also nicht gleich 0. Open Condition ist rot. Jetzt ist rot gleich 1. Nee, jetzt ist rot. Wo steht denn das? Es steht nirgends. Dann woher weiß ich das dann? Weil jetzt hier dieses Zugsignal hat jetzt... Moment, da muss noch irgendwas anders sein, was ich gerade übersehe. Also in dem Signal selber gibt es unten Output-Signals, wo einfach Symbole zugewiesen sind. Aber wo dann diese Symbole verwendet werden, ist mir noch nicht so hundertprozentig klar. Ich glaube, es ist, man kann es so sagen, hier bei der Steinmauer, wo ich jetzt gerade stehe, das Ding links von mir. Ja, da ist ein Controller. Genau, das hat den Effekt Tor öffnen, solange die Schaltkreisbedingung nicht erfüllt ist und ein Spielersensor. Das Tor öffnen, der Effekt bezieht sich auf Bedingung und der Sensor bezieht sich auf... Wo ist ein Spielersensor? Hier, wo ich jetzt stehe, das Ding liegt daneben, was so hektisch blinkt. Wo blinkt da was hektisch? Jetzt blinkt nicht mehr hektisch, gerade hat es hektisch geblinkt. Der Gate-Controller oder was? Es sind drei Sachen. Einmal das Zugsignal. Ja. Direkt daneben ist ein Gate-Controller. Und dann ist noch, und dann noch einer, der rechte davon. Okay, weil du meinst Spielersensor. Ja, der hat Effekt. Was? Wo steht das? Rechts in der. Klick den mal an. Ja. Was siehst du dann? Circuit Connection, Mode of Operation, Open Condition, Output Signal. Bei mir heißt's bei Effekt. Glaube ich, hieß es. Wie hieß es? Also Circuit Connection drunter war? Mode of Operation? Genau. Da sind zwei Checkboxen. Einmal Tür öffnen. Open Gate und Read Spielersensor. Ah, Spieler. Okay, mir ist einfach bloß Read Sensor. Tut mir leid, weiß ich nicht, wie es im Englischen heißt. Okay, ja, Read Sensor. Also, das Tor was öffnen. Was super nicht aussagekräftig ist dann, ja. Genau, also der erste Tor öffnen bezieht sich auf diese Bedingung zur Öffnung. Mit anderen Worten, wenn das rote Signal den Wert 0 hat, also nicht gesetzt ist, dann soll das Tor sich öffnen. Und wenn er ein Read-Signal hat, dann sagt er G. Genau, dann gibt er ein grünes Signal aus, also sagt grün 1. Ob es jetzt genau 1 ist oder 15. Er sagt G. Ja, ist green. Green. Ja, grün, nee, ist, weil das Grüne ist das, was das Signal von der Bahn hier links ja, aus. Ja, okay. Signal G. Meinetwegen Signal G. Ja, weil grün ist links. Ja, okay, G. Ja, gut, G. Okay, gut, dann sind wir uns einig. Alles gut. Ja. Das heißt, sobald wir hier sind, wird ein Signal G ins Netzwerk geschickt. Ja, genau. Und wenn das ist, dann sagt das Signal rot. Und wenn das genau von sich aus sagt, rot. Also G, das G-Signal ist dann nicht 0. Dementsprechend wird das hier rot. Das heißt, ebenfalls das. Das hier, das ist jetzt das rote Signal. Dadurch, dass das hier rot ist, wird das Tier dann auch geschlossen. Und sobald ich hier weggehe, ist es genau andersrum. Das heißt, das Signal wird dann rot, weil der Zug rechts davon ist und dadurch wird das Gate geschlossen, richtig? Das linke. Nochmal. Also das linke Signal hier,
Das wird dann rot, wenn der Zug an ihm vorbeigefahren ist, wodurch dann das Gate geschlossen wird, richtig? Dieses Gate hier wird nur geschlossen durch mich. Ja, andersrum. Das hier, wo ich jetzt stehe? Dass sie gesperrt werden, genau. Das also, ist doch dann, wenn das Ding rot ist, das Signal, und das ist dann rot, weil der Zug vorbeigefahren ist, richtig? Das ist rot, nee, der, wenn der Zug vorbeigefahren ist, ist es wieder grün. Das heißt, Aber dann verstehe ich nicht, wie das Gate gelockt wird. Welches Gate? Wir haben ja hier mehrere. Das, wo wir durchlaufen wollen und nicht das können. Wird gelockt dadurch, dass die Bedingung zur Öffnung ist, dass das rote Signal 0 ist. Ah, okay. Entschuldigung, das rote Signal. Ja. Zugsignal in rot. Ja, genau. Okay. Weil das ist eben rot, der Zug vorbeigefahren ist. Genau, beziehungsweise nicht weil der Zug, sondern weil dieses Signal hier rot anzeigt. Ja, weil der Zug an ihm vorbeigefahren ist. Mhm. Gut. Mensch! Sind wir so einig? Ja, passt doch! Mensch! Verstehe ich doch mal, Himmel, Herrgott, noch mal. Echt mal. Mir fällt gerade auf, das funktioniert übrigens doch, weil der schon vorreserviert. Das heißt, der macht das gelb bis irgendwo da hinten. Mhm. Glaube ich zumindest. Hm. Müssen wir mal aufpassen, wenn der nächste Zug kommt. Wie auch immer, jetzt haben wir lang genug drüber geschwatzt. Wir haben tolle Sachen. Bis zum nächsten Mal. Was? Achso. Nee, noch nicht so ganz, aber fast. Das heißt, wir können jetzt hier wieder weiter Holz genau. Was wollten wir jetzt, die Refueler machen oder bloß die Kohle abbauen? Hier wollten wir Kohle abbauen und Refuel woanders, weil flexibler und so? Nee, wir wollten hier Refuel machen und im Moment Kohle abbauen, aber es flexibel genug halten, dass wir langfristig gesehen auch Kohle anliefern könnten. Okay, das heißt, wir würden dann, sagen wir mal, von dem unten hier dann nach rechts abzapfen und hoch und dann da die Kohle anliefern und machen jetzt hier links da das Ding zum Refuel oder sowas. Ja, zum Beispiel. Oder, okay. Na dann, ich habe keine Gleise mehr. Halleluja. Guter Punkt. Ich habe 12, reicht wahrscheinlich auch nicht. Ja. Na doch, ich habe sogar 14, aber das ja, genau, wird eng. Es fehlt irgendwo den Stahl. Haben wir irgendwo eine Autoproduktion von Gleisen? Ich glaube nicht. Ne? Hätten wir uns mal überlegen sollen. Hm. Würde sich hier anbieten. Wir haben nämlich viel Stahl. Wir haben Stein. Relativ nah. Ach, richtig, braucht man nicht. Eisenplatten. Lass doch mal schnell was hinsetzen. Mach mal. Brauchen wir ja nur eine Maschine, weil. Mach derweil noch die Gleise von Hand. So. Der Taste. Ich denke, das ist okay, wenn wir das. Ja, nicht eine große Fabrik für das bauen. Da ist übrigens noch ein Signal, was blöd rumsteht, aber schön blinkt. Heißt, wenn der da kommt. Ich hoffe jetzt übrigens, dass wir es geschafft haben, nicht alle zu verwirren mit unseren Gleisen. Haben wir bestimmt. Haben wir bestimmt. Ich fürchte es auch. Also, falls es nicht ganz klar wurde, bitte gerne nochmal nachfragen. Dann versuchen wir es nochmal anders. Wenn du meinst. Oder auch nicht. reicht das? Nee, das ist blöd. Ah, da unten habe ich auch noch welche. Ich habe gewundert, wo die ganzen Dinger hin sind. Also, wir brauchen. Moment mal, ich brauche ja was anderes. Das heißt, ich brauche doch zwei. Nee. Wie machen wir das denn dann? Ich habe eine Bauzeit von 0,5. Und diese komische Eisenstange hat auch 0,5, bringt aber 2 raus. Wie viele werden gebraucht? Eine. Ja, das heißt, es geht auf jeden Fall, dass ich hier nur eine Montagemaschine 1 nehme. Hm.
Vielleicht. Schau mal. Notfalls muss man bald sterben. So. Dann. Und da war das. Eins. Du sollst herstellen Eisenstangen. Kriegst dafür. Ich habe keine elektronischen Schaltkreise mehr, ist doch Katastrophe. Oh, hier steht wieder alles, weil wir nicht genügend. Ja, wir wollten das, glaube ich, einfach stehen lassen, bis es endlich soweit ist, dass wir wieder Zeug haben. Mhm. Oh, Zeug, was fehlt hier eigentlich gerade? Kupfer, oder? Was schon. Na komm, füllen wir den mal auf. Machen wir es dahin. So. Passt das? Ja. Okay. Dann läuft unser System wieder zumindest erstmal kurzzeitig. Achtung, es fahren wieder mehr Züge. Aha. Kommt vor. So. Ich muss sagen, es gefällt mir. Ja. Muss dann reichen. So. Ah ja, hier sind ja elektronische Schaltkreise. Das heißt, der da mal eben. Was wollte ich jetzt bauen? Ah genau, hier die da. Und Kupfer! Wie, wir haben kein Kupfer. Kann nicht sein. Keine Kupferplatten. Und da. So. Also, einmal das da hier rein, dann da rein, dann da rein und da rein. Du solltest auch schneller werden. Und du willst gerade Schienen herstellen? Nein, verdammt. Und für die geraden Schienen machen wir natürlich eine Anbieterkiste, beziehungsweise eine Lagerkiste. Beziehungsweise, nein, keine Lagerkiste, wirklich eine Anbieterkiste. Dann kann da nämlich nichts anderes reingelegt werden. Aha. So, sind wir da. Mine. Auf. Gut. Wir kriegen Schienen. Das ist schön. Voll automatisiert. Awesome. Und das Schöne ist, die werden jetzt, wie gesagt, auch abgeholt oder können abgeholt werden. Sodass, wenn wir wieder automatisch irgendwas bauen, da gleich Schienen vorhanden sind. Highlight. Na, sowas. Sachen gibt's. Das kostet eigentlich Mauer. Ja, Tore. Und ich mal. Ich könnte das gleich auch machen für ein paar andere Sachen. Hier diese Holzkiste mit Mauern zum Beispiel. Also sozusagen diese ganzen Kisten, wo wir gesagt haben, da könnten wir irgendwann mal was machen. Ich habe mal auch hier die deine Ziegelsteinkiste für dich zu einer Anbieterkiste gemacht. Sodass du, wenn du willst, Ziegelstein bekommen kannst. Das hast du, glaube ich, gebraucht für Boden, oder? Ich glaube, zum Betonieren. Beziehungsweise Beton so. Braucht ja noch Wasser. Stimmt. Ja, wie auch immer. Passt schon. Genau so ist es. So funktioniert das jetzt. Zug. Zug. Wo sehe ich? Da sehe ich. Ich schnapp mir dabei mal. Es geht. Hallo, ja. Ein paar Wissenschaftspakete. We have a refuel. Yay, sehr gut. Trifft sich gut.
Weil we has also end of the Folge. Awesome. This timing. Das ist überhaupt nichts. Kann auch nicht, weil die Strecke neu gebaut werden muss. Wahrscheinlich ist hier einfach noch nichts angekommen gewesen. Was fehlt hier? Was fehlt hier? Ah, erweiterte Schaltkreise. Mal wieder. Mal wieder. Die kommen von wo? Die Advanced, die kommen von links, ja. Plastik fehlte da. Da müsste erweiterte, oder? Advanced Circus, ja. Achso, die Level 3, oder was? Ja. Wollte es nur aufs richtige Fließband legen. Weil ich hatte noch ein paar. So, gut, dann wären wir wieder mal durch. Haben etwas uns aufgehalten mit Toren. Aber ich denke, da werden wir noch ein paar davon bauen. Ja. Von daher war es, denke ich, ganz wichtig, dass ihr versteht, was da ungefähr passiert. Nicht, dass wir dann sagen, ja, wir haben das jetzt gebaut. Viel Spaß. Und wir wissen, was passiert. Ja, wir wissen es jetzt auch. Ungefähr. In etwa. Und es ist so toll, weil man da drüber rennen kann, ohne dass man gleich überfahren wird. Ich finde es super. Jo. Und also, wir haben Refuel. Oh, einen. Ja, okay, reicht. Ja, das reicht. Denke ich. Erstmal zumindest. Dadurch, dass jetzt nicht mehr alle verplant reinfahren, sondern nur noch, wenn... Genau. Und es ist ein recht langer Buffer dahinter mit recht vielen. Also da können, glaube ich, 4 oder 5 Züge jetzt stehen und warten. Also ohne zu blocken draußen. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen wundert, ist das Signal gebaut oder sieht das nur so nicht gebaut aus? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Was soll das eigentlich für ein Signal? Zu Kettensignal. Das sieht ja nicht gebaut aus, oder? Kann ich eins hinsetzen? Aber ich kann keins hinsetzen. So gesehen, denke ich, ist es gebaut. Es ändert ja auch Farben, wenn Dinge passieren. So gesehen, ich denke, das ist gebaut. Das ist ja bloß der Schatten wahrscheinlich von der Trainstation. Okay. Gut. Ja. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Oh. Servus.